Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Livestream oder Video, je nachdem wann ihr einschaltet, zu Elder Scrolls Online. Heute habe ich einiges vor in Elsweyr. Ich muss den letzten Befehl machen, die Quest geht nach Stiche, da werde ich mal schauen, was wir dort in der Hauptstory erleben. Wir haben schon was von einer Drachengarde gehört und da bin ich mal schwer gespannt, ob wir da noch mehr zu erfahren. Und dann haben wir noch ein paar andere Sachen zu tun, nämlich wir gucken in den Kronenshop. Wir machen auch noch eine Quest auf dem Weg nach Stiche hinunter. Und wir werden natürlich noch gerne über andere Themen sprechen, wenn ihr in den Chat schreibt. Ihr könnt also mitschreiben, ihr könnt also auch was in die Kommentare schreiben und so weiter. Ich lese das und reagiere meistens auch darauf. So, fangen wir doch mal sofort mit dem Kronenshop an, einfach um wieder zu gucken, was ist gerade aktuell im Kronenshop. Und da sehen wir schon, es gibt im Moment das Die Bellas Garten Einrichtungspaket. Das ist also mal was, das noch 9 Tage im Spiel bleibt. Das ist der 16.07. Heißt, bis zum 25. so rum werdet ihr das auch noch kaufen können. Und da sind dann ganz viele Sachen drin. Hier so ein weißer, silberfarbener Baum. Sieht schon gut aus. Weiß-Gold. Ne? Also ganz viele Blümchen sind da drin. Wie gesagt, Garten. Dann aber auch die Bella, Fürstin der Liebe, ja. Eine halbnackte Statue, also nice, ne? Hat was. Dann auch Bücher und hier noch irgendwelche Bänke. Und das ist auch schick, so eine Pergola, ne? Also so ein kleiner Baldrian oder wie das heißt. Ach, das Pergola sagen wir einfach dazu. Wenn da oben so Blüten drüber sind, hat auch noch einen anderen Namen. Aber ich weiß gerade nicht wie, aber hier so. Guck mal, wie schick. Rebenvorhang, also richtig schöne Sachen dabei. Angemalte Steine, goldene Feuerschalen. Das hat schon was. Und sogar einen Brunnen. Das ist natürlich das Allercoolste. Ja, den hätte ich schon gerne. Aber naja gut, was soll man machen? Vielleicht kann man den ja auch irgendwie craften. So einen Brunnen craften wäre schon nice. Okay, das ist also in diesem schönen Einrichtungspaket drin. Und dann gibt es im Moment dieses Haus. Das Schiff als Haus. Ja, das habe ich schon mal gezeigt in einem alten Stream. Also diese altmährische Grotte, kolossale Grotte mit dem Schiff innen drin. Da haben wir schon mal uns das Ganze angeguckt. Ist schon lange her, aber darum gehe ich da jetzt nicht nochmal rauf auf das Schiff. Wenn ihr also ein Schiff als Haus haben wollt, mit einer Grotte drumherum, mit einer Höhle drumherum, dann ist das ideal für euch. So, ansonsten im Moment keine neuen Reittiere, keine neuen Pets oder sowas. Das war's erstmal. Und wow, das ging schnell. Doom Toasty hat abonniert. Vielen Dank. Das ist ja mal nice. So schnell einen neuen Abonnenten. Und hallo an Pfirsichprinzessin X3 und Doom Toasty. Ihr beide seid auch im Chat. Im Moment geht leider der Chat von YouTube nicht so gut. Aber wir kriegen das schon hin, dass wir euch dann da auch ab und zu lesen können. Ah, da seid ihr auch. Bisschen Verzögerung, aber immerhin, ihr seid drin. So, wenn ihr Fragen zum Spiel habt und so weiter, einfach in den Chat schreiben. Jetzt haben wir also schon mal den Kronenshop geklärt. Denkt dran, ganz wichtig, täglich einloggen. Dann gibt es hier am 14. Tag, ja, dieses Schild hier, sehr nice, eines Bandari-Krämers, ja, eine neue Montur. Die kriege ich bestimmt noch hin, aber ihr seht schon, ich habe hier viele, viele Tage wieder diesen Monat verpasst, schon wieder 6 oder 7 Tage verpasst und ich brauche noch diese Fischerkleidung. Ja, ich möchte diese noch und dann gucke ich mir eine von den beiden an, welche ich dann zu Raiden umstyle, ja, also vom Mortal Kombat der Raiden. Ich glaube, der Fischer wird es dann nicht, aber ich möchte die auf jeden Fall haben. Ich darf also keine 3 Tage mehr verpassen mit der Tagesbelohnung, sonst war es das für mich. Also eine tolle Fischerkleidung, woher ich die habe, kann ich euch jetzt gerade gar nicht sagen. Auf jeden Fall, die könnte ich auch umfärben in weiß, blau so und dann ein paar Blitze, ein Blitzstab, dann bin ich fast Raiden. Wer den nicht kennt, ist nicht so schlimm, ist einfach, ja, einer meiner Lieblingskämpfer aus einem anderen Spiel. So, und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns doch mal die Hauptstory an. Wo sind wir drin dran? Und die Mariana Becker ist auch da. Hallo Mariana, schön, dass du auch eingeschaltet hast. So, und dann gucken wir mal kurz ins Logbuch. Moment, falscher Knopf. So,
Der letzte Befehl. Bevor wir die Usurpator-Königin töteten, hat Euraxia noch einen letzten Befehl ausgegeben. Wir müssen feststellen, was sie ihren Soldaten aufgetragen und welche Verbindung es zu den Plänen der Drachen und der Nekromanten hat. Aha. Abnotan will, dass ich zur Narbe reise und den dort verborgenen akavarischen Schrein finde. Er sagte, er würde jemanden losschicken, um mich in Stiche zu treffen. In der Zwischenzeit bringt er Präfekt Carlo nach Crampton, um über ein mögliches Bündnis zu sprechen. So, dieser akavarische Schrein, das scheint irgendwas von der Drachengarde zu sein. Und die Drachengarde ist ja das, was so in den nächsten Add-ons, DLCs Thema wird. Der Trailer auf der E3 hat es ja schon gezeigt, da war Zai Shahan zu sehen. Und der ist ja auch dann wohl einer von der Drachengarde, aber mehr wissen wir noch nicht. Also ich weiß noch nicht mehr. Deshalb bin ich mal schwer gespannt, was wir jetzt erfahren. So, überall nochmal kurz reingucken, ne, wenn wir gerade hier die Schränke haben, ohne dass wir Ärger kriegen beim Diebstahl. Können wir auch mal gucken, ob was Sinnvolles drin ist. Jetzt finde ich den Ausgang hier erstmal nicht mehr. Hier haben wir diesen Präfekt kennengelernt, der auf einmal die Seiten gewechselt hat und jetzt für uns mitkämpft. Das ist dieses Sandwirbel-Herrenhaus. Und wir gehen jetzt hier die Straße runter, machen hier kurz noch dieses, ihr seht es hier, diese Himmelscherbe und die Aschnarbe. Ja, da haben wir also auch noch was zu tun. Und dann sind wir gleich auch schon in Stiche. Ich denke mal, das schaffen wir heute alles gut. Wir haben circa 2 Stunden Zeit zum Streamen, also das dürfte klappen. Habt ihr alle schon Urlaub? Müsst ihr noch schwer arbeiten? Gibt's bald Urlaub? Aha, da will einer mich angreifen, aber ich habe gut Dauerlauf geskillt. So, ich bin fast schon draußen, wunderbar. Vorher mal haben wir uns da reingekämpft, jetzt brauchen wir uns nicht noch da rauszukämpfen, da können wir auch mal ein bisschen laufen. Und was haben wir da? Ich habe gerade mal schnell einen Stab verkauft. Sehr gut, das funktioniert ja schon mal. So schnell kriegt man mal was verkauft im Gildenhaus, im Clan, im, ja, wie nennt es sich? Im Crafting, nee, im Handelsclan. Weil man kann ja 5 Gilden haben und das war jetzt meine Gilde, die fürs Crafting da ist und fürs Verkaufen. So, jetzt gehen wir dann mal zur Himmelscherbe runter und werden dann mal eine Quest mit einer alten Bekannten machen. Ihr kennt die schon, oder sie kennt uns auf jeden Fall schon, werdet ihr gleich bei dem Dialog mitbekommen. Die kennen wir schon aus einer alten Zone. Die beschäftigt sich jetzt hier auch gerade wieder mit neuen Themen. Aber ich will nicht zu viel, ups, vorwegnehmen. So, ja, schaffe ich. Passt, wunderbar. Wie stylisch ich da runterjumpe. Nicht schlecht. So, und jetzt werde ich die Quest kurz mal abbrechen. Das ist diese hier. Die Hexe von Asura. Zack, zack. So, und dann sehen wir jetzt gleich, was das für eine Quest ist. So, auf dem Weg zur Himmelscherbe werden wir sie spätestens treffen. Das Problem ist, diese Himmelscherbe ist echt schwer zu finden. Ich wollte da hin und dann bin ich abgestürzt und bin nicht mehr hochgekommen. Also da müsst ihr ein bisschen gucken, wie er da dran kommt. Die ist ein bisschen für geschickte Leute und nicht für mich. Da muss man also richtig ein bisschen vorsichtig rangehen. Die ist irgendwo auf diesen Steinen. Da seht ihr die da vorne, diese Steine. Und da ist irgendwo die Himmelscherbe. Und dann bin ich natürlich wieder so total abgeschmiert, als ich die holen wollte. Ich versuche es jetzt nochmal. Weil ich brauche noch Skillpunkte. Oh, da war aber noch was. Ne, da war doch nichts. Das war der Panther. Moment. So. Ah, da geht noch einer. Seht ihr das? Der hat es geschafft. Mal gucken, ob ich es auch wieder... Ob ich es schaffe. Ach Gott. Ich bin wieder sowas von ungeschickt. Aha. Tja, mal... Auf manche Felsen komme ich einfach nicht, weil ich irgendwie zu dick bin. Und jetzt nicht abstürzen. Ja, jetzt hat es doch geklappt. War ich beim ersten Mal nur zu schnell. Und ein Fertigkeitspunkt mehr. Jawohl, so muss das sein. Jetzt kann ich endlich mal wieder was skillen. Und zwar mein
vergessener Volksskill hier. Magie-Rückerlangung. Während ihr eine Fertigkeit mit Ausführungszeiten... Genauso, dann nehmen wir uns jetzt mal ein neues. Und dann sind es 400 Magicka. Oder Ausdauer zurück, je nachdem welcher Wert niedriger ist. Dann. So. Und danach gibt es dann Silberns Segen wieder und so weiter. Die habe ich halt einfach beim Reskillen. Irgendwann wurden die Punkte hier weggenommen. Nicht wieder geskillt. Deshalb, tja, dumm gelaufen. Jetzt warte ich auf jeden Fertigkeitspunkt, um mein Volk wieder hoch zu skillen. So. Ich kann mich nicht zwischen Hüter und Zauberer entscheiden. Hab beide erst auf Level 20, sagt Pfirsichprinzessin X3. Kannst du mir bei der Entscheidung helfen? Jein. Der Hüter an sich, da weiß ich halt nicht, wie der sich im Endgame spielt. Ich habe den halt auf Level 20 gelevelt und der kann ja viel. Der kann ja Heiler sein, der kann ja Tank sein, der kann ja Damage Dealer sein mit den ganzen Pets. Ich finde ihn ein bisschen zu chaotisch zum Spielen. Da finde ich den Zauberer ein bisschen einfacher. Und von daher, ich würde mich für den Zauberer entscheiden, wenn du da erstmal ja mit einem relativ einfachen Pet-Zauberer spielen möchtest. Oder wenn du halt doch mehr Damage machen willst und dann halt paar verschiedene Damage-Skills untereinander kombinieren willst. Aber beim ja, Hüter hast du einfach nachher viel mehr Möglichkeiten. Du kannst sagen, ich laufe mal als Tank mit, ich laufe mal als Heiler mit. Das ist mit dem Zauberer ein bisschen schwieriger. Musst du selber wissen, worauf du dich am Ende vom Endgame ja, konzentrieren willst. Damage-Deal nur, dann ist der Zauberer sicherlich cooler, würde ich sagen. Stärker, glaube ich auch. Aber wenn du mehr Verschiedenes ausprobieren willst im Endgame, dann ist der Hüter bestimmt besser. So, und da haben wir sie. Vastari. Die wird uns gleich auch nochmal sagen, woher wir sie kennen. Ich spreche jetzt erstmal mit ihr und nehme die Quest an. Ein anderer Wanderer auf dem Pfad. Seid gegrüßt. Ich bin Vastari. Falls ihr vorhabt, die Aschnarbe zu erkunden, würde ich zur Vorsicht raten. Irgendeine finstere Absicht hält diese Schlucht in ihrem eisernen Griff. Eine ungünstige Zeit für einen Besuch, hm? Andererseits waren wir vielleicht auch dazu ausersehen, hier zu sein. Auf jeden Fall. Heute Abend, hier im Spiel, mussten wir sein. Das war Vorsehung. Was genau geht in der Aschnarbe vor sich? Ein Erwachen von Untoten, so heftig wie unberechenbar. Noch tauchen die Leichname nur in kleineren Schüben auf. Doch ich spüre, wie sich unter uns noch mehr regen. Hunderte von ihnen. Wenn man ihnen keinen Einhalt gebietet, könnten sich diese Kreaturen über ganz Elsweyr ausbreiten. Vielleicht sogar in die Lande jenseits dessen. Da vielleicht kann ich ja helfen. Ja, vielleicht könnt ihr das. Ich muss feststellen, dass ich Schwierigkeiten habe, mich zu konzentrieren. Wenn die Kraft, die diese Leichen wiederbelebt, auch einen so hohen Druck auf den Verstand ausübt, wäre das höchst verstörend. Ich habe vor, diese Ruine nach Antworten zu durchstöbern. Schließt ihr euch mir an? Ja, ich helfe euch dabei, dieses Erwachen von Untoten zu untersuchen. Ich bin froh, eure Gesellschaft zu haben. Wie ich schon sagte, irgendetwas an diesem Ort bereitet mir ein gewisses Unbehagen. Nun, sind wir bereit zum Fortfahren? Noch nicht ganz. Wir haben noch ein bisschen was zu reden mit dir. Und, also nochmal ganz kurz, wir machen jetzt hier diese Quest mit Vastari in der Aschnarbe und dann gehen wir nach Stiche weiter und machen die Hauptstoryline mit der Drachengarde weiter. Also das sind so die zwei Quests, die ich heute vorgesehen habe. Natürlich mit Kämpfen und was ihr für Fragen habt, beantworten, aber das ist so mein Spielziel heute Abend. Ich erinnere mich an euch, Vastari. Wir haben schon einmal zusammengearbeitet in Gratwald. Das haben wir in der Tat. Ich erkenne euch natürlich, aber ich finde ein Wiedersehen immer ein bisschen unbeholfen, wenn die eine Partei sich nicht an die andere erinnert. Ich bin froh, dass ich Eindruck hinterlassen habe. Ihr habt das ganz gewiss. Ich würde immer noch in Kalthafen herumirren, wenn ihr und Azura nicht gewesen wärt. Das stimmt. Ihr dient der dädrischen Fürstin Azura, nicht wahr? Eben dieser. Ich finde diesen Titel etwas grob, aber schlussendlich sagen Titel mehr über den Sprechenden als über den Besprochenen aus, meint ihr nicht? In diesen Landen nennt man sie Azura, Königin des Nachthimmels und Mutter aller Khajiit.
Warum verehrt ihr noch gleich Azura anstelle der Göttlichen? Aus Liebe. Bei Azura beginnt alles mit Liebe. Eine Liebe, die wild, besitzergreifend und sogar grausam ist. Doch sie ist auch wahrhaftig und unfassbar tief. Ich will niemanden beleidigen, aber die Verehrung toter Götter erschien mir immer als ungeheuer langweilige und inhaltsleere Tradition. Und die Khajiit verehren sie auch? Ja, aber nicht mehr so inbrünstig wie einst. Ein Prophet namens Ritar Ridatar offenbarte den Khajiit vor einigen Jahren die Geheimnisse von Rideltar, wodurch eine Art Kinderreligion entstand, der die scharfen Kanten der khajiitischen Glaubenslehre fehlten. Das scheint euch zu ärgern. Ich hasse es immer, wenn eine reiche Tradition durch eine fadenscheinige ersetzt wird. Aber letzten Endes ist es die Entscheidung der Khajiit. Wichtig ist nur, dass Azura sie liebt. Und wen meine Herren liebt, den holt sie sich stets zurück. Irgendwann. Und was könnt ihr mir über den Ort die Aschnarbe erzählen? Es ist der Standort eines uralten khajiitischen Tempels an Azura, der Tempel des verborgenen Mondes. Ich führte Forschungen im Tempel durch, bevor ich nach Gradwald aufbrach, aber viel fand ich nicht. Hier ist etwas geschehen, was die Khajiit lieber nicht ausgraben wollen. Etwas, was mit Untoten zu tun hat. Zweifelsohne. Das Wenige, was ich an Aufsätzen dazu fand, erwähnte ein ausgedehntes Netz an Katakomben unter dem Tempel, die voller khajiitischer Toter sind. Die Adepten des verborgenen Mondes wachen über sie, glaube ich. Abgesehen davon gibt es da nichts. Wenn wir also mehr über diese Adepten des verborgenen Mondes erfahren, können wir vielleicht die Quelle dieses Erwachens der Toten finden? Das hoffe ich, ja. Azuras Einfluss reicht hier tief. Noch tiefer als jede böswillige Kraft, die die Untoten erweckt hat. Sie wird uns zu den Antworten führen, die wir suchen. Daran habe ich keine Zweifel. Nun gut, ich bin bereit zum Aufbruch. Hervorragend. Dann lasst uns aufbrechen. Ui, und Doomtoast, die hat uns auch noch gefollowt bei Twitch. Das ist ja nice. Sofort auf Abo und auf Follow geklickt. Sehr nice auf Twitch und auf YouTube. Sowas finde ich cool. Doomtoasty, du bist ein richtig guter. Das gefällt mir. So, ja, genau. Und jetzt machen wir hier weiter. Wir laufen jetzt also mal mit Vastari los und gucken mal, was die jetzt hier vorhat. Der Tempel des verborgenen Mondes steht in der Mitte der Aschnarbe. Die Adepten, die dort lebten, verschwanden vor Jahrhunderten. Aber die Luft ist noch immer erfüllt von Arkana. Doch, da ist noch mehr. Ein böser Wille, der... Bei Azura, dieses Geräusch. Halt, mein Freund! Wartet! Vergebt mir! Ich hatte nicht mit so viel Widerstand gerechnet. Geht es euch gut? Ja und nein. Es fühlte sich an, als ob ich blind und taub wäre. Abgesehen vom Schlag eines Herzens, den ich noch vernahm. Ich glaube, etwas hat versucht, mich zu vertreiben, um dann nachzugeben und mich stattdessen anzunehmen. Es steckte ein gezielter Wille dahinter, eine Gier und ein Hunger. Okay, ich komme nicht mehr ganz mit. Was sollen wir tun? Es scheint keine Auswirkungen auf euch zu haben. Gut. Ich kann nicht weiter vorangehen, nicht so lange, bis ich das Wesen dieses Ereignisses begriffen habe. Nehmt diese Spähsteine und platziert sie in der Schlucht. Sie werden es mir erlauben, diese Bedrohung aus der Entfernung wahrzunehmen. Okay, werde ich machen. Die drei Steine wirken gemeinsam. Platziert sie also unbedingt in einem breit angelegten Muster, das gesamte Gebiet umfasst. Ihr solltet nun losziehen. Je früher ihr die Spähsteine platziert, desto früher kann ich die Ursache dieses Übels ausmachen. Aber was sind Spähsteine genau? Eines meiner Experimente. Aufgebrauchte Seelensteine, die ich mit einer kleinen Spur meiner eigenen Seelenessenz neu befüllt habe.
Sie erlauben es mir, die Welt so wahrzunehmen, wie fortbestehende Geister es tun. Der unsichtbare Fluss von Animus und Magica wird für mich sichtbar. Okay, wie wird uns das weiterhelfen? Nun, zum einen erlauben Sie es mir, meine Suche aus großer Ferne durchzuführen. Keine kleine Sache, wenn man bedenkt, was gerade geschehen ist. Sobald ich den Fluss der Magica an diesem Ort sehe, sollte ich die verderbte Energie zu ihrer Quelle zurückverfolgen können. Und das erlaubt es uns, die Untoten aufzuhalten. Vielleicht. Ich hoffe es. Wenigstens verleiht es uns eine umfassendere Vorstellung davon, womit wir es hier zu tun haben. Ah, Detektiv Garion ist unterwegs. Wirkt sich nekromantische Energie immer so auf euch aus? Nein, ganz und gar nicht. Ehrlich gesagt ist Nekromantie mein Hauptfachgebiet. Die Erforschung von Seelen, um genau zu sein. Ich gehe davon aus, dass das kein Problem sein wird. Oh, jetzt können wir sogar sagen, das ist ein Problem für mich. ja, gute Frage. Was ist Nekromantie? Wissen wir ja eigentlich, aber ich habe keinerlei Probleme mit Nekromantie. Ich weiß nicht. Ach ja. Nee, als Templer sage ich, damit habe ich ein Problem, weil als Templer ist man ja so ein goldener Ritter in Rüstung mit Heilung und so. Aber so als Zauberer habe ich kein Problem mit Nekromantie. Das freut mich zu hören. Doch ich würde es euch nicht vorwerfen, wenn es so wäre. Wir haben uns in letzter Zeit nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich hoffe, ihr glaubt mir, wenn ich sage, dass ich nichts Böses im Schilde führe. Nicht ausdrücklich zumindest. So, und jetzt müssen wir mal wieder uns ein bisschen hier kümmern um Spähsteine. Mal gucken, was dann passiert. Und Metasmith ist auch da. Hallo Metasmith. Und er sagt sofort, ich sollte ins Bett. Naja, gut, Metasmith. Wenn man so alt ist wie du und so gebrechlich, dann muss man sicherlich früh ins Bett, ja? Und der Pfleger muss ja irgendwann auch mal nach Hause, ne? Dann musst du den ja dann auch nach Hause gehen lassen. Und der will natürlich nicht so lange bei dir bleiben. Da musst du natürlich früh ins Bett. Aber bei mir geht das noch. Ich kann auch so bis 12, 1 Uhr. Ist kein Problem für mich. Und ich habe den jetzt natürlich ein bisschen gedisst, weil er ein Kollege von mir ist hier. Darum war das jetzt okay. Das mache ich natürlich nicht bei jedem Besucher und bei jedem Zuschauer. Aber Metasmith kann das vertragen. Ein bisschen dissen muss auch mal sein. Nennt man das heute noch dissen? Oder heißt es heute schon irgendwie noch cooler? Früher war es beleidigen, dann war es dissen und was ist es jetzt? Keine Ahnung. So, ich finde die Plätze für die Spähsteine nicht, ehrlich gesagt. Ja, Metasmith, ihr seht, der kennt sich mit dem dissen aus. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie es heute heißt. Beleidigen? Keine Ahnung. Beleidigen ist ja langweilig. Ist so 1998. Ja, das haut hin. Da kommt der Spähstein hin. Jetzt, ich bin schon dran vorbeigelaufen. Na, das ist ja ein Punkt, hätte ich ja nie gesehen. So. Gut. Ich spüre, ja, irgendwelche Schutzzauber, die die Architektur durchdringen. Geschwächt durch das Voranschreiten der Zeit. Jemand wollte dies verhindern. Okay, das hat ja schon mal geklappt. Ah, du bist ja heute aber sehr lustig. Wie viel Alkohol hast du schon getrunken hier? Da? Metasmith hat richtig Spaß hier gerade. Finde ich gut. Sag nicht Opa zu mir. Ich bin noch in einem Mittelalter. So jung kann man noch keine Opa sein, oder? Na, 44. Doch, könnte hinhauen. Aber da muss man schon ganz schön früh anfangen. So, ich glaube, da vorne ist jetzt auch schon der nächste Spähpunkt. Genau. Die Frage ist jetzt, in welcher Lederhose? Meinst du die bayerische oder meinst du die jetzt in schwarzem Lackleder und so? Die Verderbnis hier ist erstickend, wie ein finsterer Nebel, der von unten aufsteigt und die Toten in den fremden Dienst zwingt.
Okay. Du machst hier gerade so ein bisschen die Story kaputt von diesem, von dieser Aschnarbe mit diesem verrückten Nekromanten und sowas. Und diesen Toten, die hier wiederbelebt werden. Und wir fangen hier über ganz andere Themen an zu sprechen. Ja, hallo kleine Maus 1984. Schön, dass du auch da bist. Oh, und die winkt mit Kätzchen. Oder sind das Bärchen? Das ist jetzt für mich gerade. Ja, wie Metas mir schon sagt, ich bin ein bisschen alt. Ich kann da nicht ganz erkennen, ob es jetzt eine Katze sein soll oder ein Bärchen sein soll. Ich würde sagen, Katze würde eher zur Maus passen. Ah, Bärchen. Ah, schön. Niedlich. Ja, ich gehe da jetzt gar nicht mehr drauf ein, auf diese Lackgeschichte. Ne? Besser in Lack und Leder als gar nichts anhaben. Nimm mir das mit, wenn du dann zur Arbeit kommst. So. 1984, da kennst du noch Disney, ist klar. Ach Gott, was mache ich hier wieder mit? So, platziert den westlichen Spähstein. Der muss da oben hin. Dann haben wir alle drei platziert. Ah, da ist noch was fürs Schmuckhandwerk. Sehr nice. Und übrigens Schmuckhandwerk. Da war ein Platinflöz. Danke an Jimena, an Lupina 058. Die ist gerade leider gar nicht im Chat drin. Manchmal guckt die aber zu. Und die hat mir ganz nett hier ein wenig, ihr seht's, Schmuck geschenkt. Und das ist sogar guter Schmuck. Ja, gewährt beim Verwerten 300% mehr Inspiration. Kann man gut gebrauchen, damit ich endlich mal weiterkomme. Also verwerte ich das ganze Zeug. Also danke für diese kleine Spende an Schmuck. Die kann ich gut gebrauchen. Super, Lupina. Das sind Spenden, die gefallen mir. Da komme ich im Spiel endlich weiter. So, und jetzt muss ich gucken, wie ich da hochkomme. So. Ja, ich bin doch drauf eingegangen. Du hast schon recht. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen mit dem Leder. Außerdem ist das halt, ja. Ist doch gerade CSD-Zeit oder wie war das? Ne? Dann ist das doch alles in Ordnung. Ich wohne in der Nähe von Köln, da ist man das gewöhnt. Laufen die nicht alle da so rum? Ich weiß es nicht genau. Ich war lange nicht mehr da. Ich war früher mal beim CSD. Die haben immer gute Techno-Musik gehabt. Das war so ein bisschen die Love Parade in Köln. Es war also nicht die Love Parade, aber es war von der Musik her, die auf den Wagen war, eigentlich wie die Love Parade. Also immer viel Getanze und sowas. Ja. Und auch lesbische Frauen können gut aussehen. Also von daher hat man da schon mal zu gucken gehabt. War schon in Ordnung. So, und Spähstein, der letzte. Mein Blick wird klarer. Ich sehe ein Labyrinth aus Katakomben unter uns. Auch dort erheben sich Untote. Und noch etwas anderes. Da ist eine Konzentration finsterer Energie im freigelegten Grabmal in der Mitte der Narbe. Trefft mich dort. Okay, ab ins Grabmal. Mal gucken, ob wir da Metasmiss treffen. Von wegen Opa und so. Hoffentlich ist er nicht wieder nackt. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich da reinkomme. Ich weiß nämlich gar nicht, wo der Eingang ist. Irgendwo hier müsste es sein. Ah, da ist eine Tür. Man muss auch immer so ein bisschen auf das Schimmern achten, weil. Ah, Map-Pins, ne? Das kann ich euch nochmal kurz erklären. Hier seht ihr das. Hier ist ein Fragment von diesem Relief, das man sammeln muss. Und genau, das sollte man auf jeden Fall immer aufheben, diese ganzen kleinen Juwelen. Das kriege ich mit dem Add-on Map-Pins hin, dass ich die sehe. Damit kann man halt dann alles Mögliche einschalten. Hier von der Diebesgilde was oder Riesenmuscheln in Somerset. Also wenn man wirklich ein Problem hat, diese Besonderheiten zu finden auf den Maps, diese Errungenschaften, dann kann man die hier dann auch einschalten. Wo sind die Clockwork City Sachen? Wo sind die Merkmeyer Sachen, die besonderen? Ne, kann man alles ein- und ausschalten, sodass man dann die schwierigen Teile findet. Das geht nicht auf der PS4, das geht nicht auf der Xbox. Das ist ein Add-on für den PC. So. Also das Buch und das müssen wir nachher, wenn wir hier fertig sind, uns nochmal angucken. Probe und Woge. Durch die ganzen Add-ons kommt es natürlich auch mal immer wieder zu UI-Fehlern.
So, Spur und Gezeiten. Jede Katze sieht die Monde und spürt die Liebkosung ihres süßen Lichts. Nee, ist klar. Das ist wieder eine totale Kajit-Story. Da bin ich nicht so heiß drauf. Von daher, wenn ihr es lesen wollt, drückt Pause. Dann könnt ihr euch über Katzen weiterbilden. So, und jetzt gehen wir hier mal ins Grab rein. Wer lässt die Untoten auferstehen? Zerstört sie, schnell! Okay, und Kugel. Dunkles Phylactarium. Erbärmliche Magie ist hier nutzlos. Hexe von Azura. Flüchtet, solange ihr könnt. Die Stunde meiner Wiederkehr ist gekommen. Wer ist denn jetzt schon wieder Amurkal? Was habe ich denn da schon wieder alles verkauft? Mann, Mann, Mann. Hier kommen die Verkaufszahlen jetzt aber gerade rein hier. Verkaufen, verkaufen. So muss es sein. Danke, dass ihr schnell gehandelt habt, mein Freund. Die Lage scheint viel schlimmer, als ich dachte. Das Wesen, dem ihr gerade begegnet seid, das war der Schatten eines dunklen Lichs. Ein untoter Khajiit, der über unvorstellbare Macht verfügt. Ihr habt gerade eines seiner Phylakterien zerschlagen. Ja, ich hoffe, das hat nicht wehgetan. Puh, so ein Phylakterium, du, da kann... Oioioi. Ein Fokus. Eine Art arkanes Gefäß oder Behältnis. Denkt an die Steine, die ich euch vorhin gab. Diese enthalten einen Splitter meiner Essenz, aber nichts, was mich zu der macht, die ich bin. Phylakterien enthalten ein größeres Fragment der Seele. Mächtige, aber gefährliche Werkzeuge. Ist ja fast wie Nirnkrux bei Harry Potter. Aha, ich habe es zerstört. Ihr habt eines zerstört, ja. Und der Schatten hat uns nur verhöhnt. Es muss noch andere geben. Wenn wir auch nur darauf hoffen wollen, diesen Lich aufzuhalten, werden wir sie alle finden und zerstören müssen. Ein anspruchsvolles Unterfangen, denn sie sind wahrscheinlich gut versteckt. Okay, wir werden sie finden. Ich bewundere eure Zuversicht. Mag sie auch noch so unbegründet sein. Ist euch die Leiche in der Nähe der Kugel aufgefallen? Diese Person ist erst vor kurzem zu Tode gekommen. Ich habe vor, herauszufinden, was sie weiß. Legt diesen Stein in die Mitte des Raums. Dadurch sollte die Beschwörung leichter werden. Halt, ihr werdet ihn von den Toten auferwecken? Nein, nicht so kompliziert ist. Ich will nur die Tür öffnen, damit sein Geist mit uns sprechen kann. Eine Einladung zum Gespräch, mehr nicht. Er kann erscheinen, muss es aber nicht. Doch ich glaube, er wird uns wissen lassen wollen, was er in Erfahrung gebracht hat. Allein schon aus Rache. Können wir ihn zwingen, uns zu sagen, was wir wissen wollen? Das liegt in meiner Macht, ja. Doch ich zwinge nie sterbliche Seelen zu etwas. Dieser Pfad führt zu Habgier und Schrecken. Nein, danke. Azura lehrt uns, dass etwas nur dann wertvoll ist, wenn es freiwillig gegeben wird. Eine Wahrheit, die ausgerissen wird, wie ein fauler Zahn, ist nur eine zufällig zutreffende Lüge. Oh Gott, so viel Philosophie am Abend. Wie wird uns dieser Stein helfen, einen Geist zu beschwören? Er wird meine Sinne verstärken, genau wie zuvor. Eine Seele unter vielen Millionen zu finden, ist keine Kleinigkeit. Beschwörungsrituale erfordern extreme Präzision, mein Freund. Finsterere Dinge als sterbliche Seelen warten ebenfalls auf Rufe der Beschwörung. Bei der Nekromantie können selbst kleine Fehler tödlich sein. Uiuiui. Ja, das kann man als Nekromant sehen. Da kann man ja auch irgendwelche Skelette und Friedhöfe beschwören und sowas. Ist ja echt witzig. Aber man kann da auch Ärger kriegen, weil man Strafen bekommt, wenn man die Zauber nutzt. Also ganz witzig, dass man durch Zauber Kopfgeld kriegt. Gibt es noch etwas, was ich tun soll? Es wird meine gesamte Konzentration brauchen, um das Ritual aufrechtzuerhalten. Deshalb fällt euch das Fragenstellen zu. Ich bitte nur darum, dass ihr zügig vorgeht. Wie ich schon sagte, eine offene Tür ins Geisterreich kann unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also fasst euch kurz, ja? Okay, also erhebt ihr ihn von den Toten. Nein, nicht so kompliziert ist. Gut, das haben wir also. Jetzt geht's weiter. Ach, wir können das hier sogar machen. Hier ist nochmal
Malisas Tagebuch. Ja, sie ist gestorben. So, was hat sie noch? Noch mehr Sackgassen, noch mehr Fehlschläge. Malisa hat tagelang die Massengräber bei Serendas Wiege ausgebuddelt. Tagelang schmutzige Krallen und Arbeit, die einen den Schwanz einkringelt. Ja. Jetzt wird Metas Mist wieder hellhörig, ja, bei diesem Einkringeln und so von diesem Körperteil. Aber Khajiit, ihr wisst schon Bescheid. Ja, wunderbar. Also, wenn ihr das lesen wollt, lest es weiter. Sie hat auf jeden Fall was mit dem Phylakterium hier auch gesehen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir den wieder beschwören können. Gute Nacht, Metas Miss. Ich merke schon, du hast Spaß ohne Ende. Oh mein Gott, was muss ich mir morgen wieder auf der Arbeit von ihm anhören? So, und dann hat der Dennis Wolf was geschrieben. Hallo Dennis Wolf, hallo auch an Doom Toasty nochmal. Er hat jetzt auch was geschrieben. Und einmal Dennis Wolf, ich kann mich entscheiden zwischen Nachtklingenhüter und Nekromant. Was soll ich als erstes spielen? Auf 50 Templer und Magier sind schon 50. Okay, ja, dann würde ich dir eher sagen den Nekromanten. Das ist die neueste Klasse. Den haben, glaube ich, noch nicht so viel im Endgame. Klar, viele haben mit L2 damit angefangen, aber manche haben halt L2 auch noch nicht gekauft. Ja, ich würde den Nekromanten jetzt erstmal anfangen. Der Hüter ist jetzt schon seit Morrowind draußen, würde ich jetzt erstmal nicht spielen. Aber kannst du dir natürlich selbst aussuchen. So, und Doom Toasty, ist Stamina Nightblade mit Bogen gut? Ja, da müsste jetzt jemand anders weiterhelfen, weil Ausdauer Nightblade ist ja normal, aber Bogen, boah, bin ich nicht so gut bewandert drin. Also, da kann ich dir nicht sagen, ob das mit Bogen gut ist. Ich kenne den immer nur mit zwei Klingen oder so, so ein Nightblade. Und ja, vielleicht ist das auch nochmal anders im Raid als im Cyrodiil im PvP. Und Metasmith, ja, sein Pfleger hat gerufen, er muss ins Bett. Dann gute Nacht, Metasmith. Mach's gut. Schön, dass du da warst. Auch wenn du wieder sehr, sehr böse warst, du. Morgen gibt's erstmal was aus der Lederhose, du. Gibt's erstmal Schläge. Wunderbar. Sind wir uns doch wieder einig. Okay, weiter geht's. Wir holen hier über den Spähstein. Oh, was ist das für ein süßes Tierchen? Ach, den habe ich auch. Ja, ich würde sagen, den hole ich jetzt auch mal. Einfach rein aus Prinzip, weil das passt dann sehr gut. So, den habe ich doch, oder? Habe ich den nicht? Ich fand den doch so süß. Auch den habe ich auch. Wann habe ich die denn alle bekommen? Kann ich mich ja gar nicht mehr dran erinnern. Hä? Ja, ist ja cool. Aber ich suche eigentlich diesen kleinen weißen Wolf. Den habe ich wohl doch nicht. Diesen staubgrauen Fennec habe ich, glaube ich, eher damit verwechselt. Ich habe sogar eine Hauskatze. Stromfeste Gentle. Ich habe so viele süße Tiere am liebsten. Hätte ich alle fünf auf einmal bei mir. An den Ringbeutler kann ich mich auch nicht erinnern. Wann habe ich die denn alle bekommen? Und die mir irgendwie nachträglich. Doch, den habe ich mir geholt. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber an diese Leuchtbärchen und sowas kann ich mich jetzt nicht erinnern. Finde ich aber cool, dass ich die habe. Im Kronenshop erhältlich. Habe ich die gekauft? Kann doch nicht sein, dass ich mir so ein kleines Pony gekauft habe. Ja, wenn ihr noch wisst, woher ihr sie habt, dann würde mich freuen, wenn ihr es kurz in den Chat schreibt, falls ihr viele meiner Videos gesehen habt. Aber ihr seht, ich habe schon so ein kleines Wölfchen, nur halt einen anderen Skin als er. Ne? Also, er hat den in weiß und ich in ja, schwarz-blau leuchtend. Ich kann immer noch nicht sagen, woher ich ihn habe. Aber sieht cool aus. So, und nun versuchen wir mal, diesen Nekromanten wieder zu beleben. Oder zu rufen. Bleib zurück. Mithralas, Elantanal, Kuaridanare. Wo bin ihr? Ihr müsst zuhören. Sprecht mit ihm, schnell. Aha, da ist er. Der da tot liegt, war gar keine sie, war ein er. Habe ich mich vertan. Und jetzt ist er wieder hier. Wir haben nicht viel Zeit. Dieser spürt, wie sein Geist dahinschwindet. Der dunkle Lich Arunkal ist erwacht. Er steigt wie übler Rauch aus der Aschnarbe empor. Mal langsam. Arunkal? Wer ist das? Arunkal, der
uralte Schänder, der dunkle Adept, Zerstörer des verborgenen Mondes. Wenn er seine volle Kraft zurückgewinnt, werden Tod und Schrecken alle Sande von Elsweyr geißeln. Wie könnt ihr das wissen? Die Kugel. Ich habe versucht, sie an mich zu nehmen. Stattdessen schickte sie mich in ein Reich der Albträume, wo Arunkals Geist wie ein König herrschte. Er riss meine Seele in Fetzen und nutzte dann die Überbleibsel, um seinen Leib und alles andere an diesem verfluchten Ort zu erwecken. Wo ist Arunkal jetzt? Ich muss mehr erfahren. Aufhören! Lasst mich frei! Bitte! Möge Azura ihm gnädig sein. Ich denke, er hat seine Lektion gelernt. Gut gemacht. Ich hatte gehofft, ein paar Einsichten mehr zu erhaschen, aber dieser Name reicht schon. Arunkal, der Dromatra. Arunkal, der Mondtöter. Magier flüstern seinen Namen, so wie den des Wurmkönigs Manimarko. Ich dachte, er wäre schon lange tot. Anscheinend habe ich mich getäuscht. Was sollen wir jetzt machen? Welche Schutzzauber auch immer die Jünger dieses Tempels angebracht haben, um Arunkal zu bannen. Sie versagen, und es ist eher unwahrscheinlich, dass wir die Mittel finden, um sie wieder aufzufrischen. Wir werden dieser Bedrohung direkt die Stirn bieten müssen. Dafür brauche ich eure Hilfe. Och, wie faszinierend. Das ist eine Folgequest, dann, die dann kommt. Also, die Quest haben wir jetzt abgeschlossen und kriegen Schuhe des Lichts, Ruf des Totengräbers Set, Heilung, Leben, Heilung, Leben. Und dann verursacht ihr mit einem leichten Angriff Schaden, so belegt ihr euer Ziel 8 Sekunden lang mit kleinem Lebensraub, was euch und Verbündete Leben zurückgibt. Wenn ihr ihm Schaden zufügt, dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden eintreten. Wunderbar. Der kaschitische Geist nannte Arunkal den dunklen Adepten und einen uralten Schänder. Könnte das Schicksal von Arunkal mit dem der Adepten des verborgenen Mondes verflochten sein? Tja, wenn ich wüsste, wer diese Adepten sind. Keine Ahnung. Die früheren Bewohner des Tempels des verborgenen Mondes. Sie sind vor Jahrhunderten verschwunden, aber die Ruinen ihres Heiligtums stehen noch. Wenn es ihnen gelungen ist, einen Lich wie Arunkal wegzusperren, dann verfügten sie in jedem Fall über Fertigkeiten und Techniken, die wir einsetzen können. Glaubt ihr, es ist noch etwas von ihrem Wissen zu finden? Ja, wahrscheinlich. An Orten wie diesem schlagen Erinnerungen tiefe Wurzeln. Und wo es Erinnerungen gibt, gibt es auch Geister. Hilfreiche, wie ich hoffe. Mit etwas Glück wird einer von ihnen unsere Fragen beantworten. Nun, es ist ein langer Aufstieg zur Spitze des Tempels. Seid ihr darauf vorbereitet? Ja, ich bin bereit, loszugehen und den Tempel zu untersuchen. Ich werde einen Augenblick brauchen, um mich zu vergewissern, dass wir hier nichts übersehen haben. Ich treffe euch bald an der Spitze des Tempels. Es sei denn, ihr brauchtet etwas von mir. Nee, jetzt müssen wir mal wissen, wie es weitergeht. Also, was macht Arunkal gefährlicher als andere Liche? Nun, zunächst mal ist er mehr als nur ein Lich. Er ist auch ein Dromatra. Aha, und was ist das? Ja. Geht einem nicht gerade leicht von der Zunge, hm? Dromatra bedeutet grob übersetzt dunkler Geist in der Zunge der Khajiit. Doch ich glaube, diese Definition greift viel zu kurz, um es treffend zu beschreiben. Was genau sind sie dann? Etwas Einzigartiges. Manche Magier glauben, sie sind Daedra, die der dunklen Fürstin Namira dienen. Andere führen ins Feld, dass Dromatra nur sterbliche Khajiit-Seelen sind, die in ihrer Knechtschaft stehen. Keine der beiden Definitionen trifft meiner Meinung nach zu. Okay, was meint ihr? Die Khajiit-Seele hat Eigenschaften, die selbst ich als Meisterin der Seelenbeschwörung nicht verstehe. Zum Beispiel können nur Khajiit Dromatra werden. Dies deutet auf verborgene Möglichkeiten oder einen schrecklichen Fehler hin, der nur diesem Volk innewohnt. Eine Dualität. Ja, hä? Dualität? Was ist das? Ja, eine Spannung zwischen zwei entgegengesetzten Wesen. Eine Wahl, die andere Völker nicht treffen müssen.
Es ist ein faszinierendes Rätsel. Wenn wir dies hier überleben, und es ist ein sehr großes Wenn, habe ich vor, ihm meine ungeteilte Aufmerksamkeit zu widmen. Okay, wir haben auf jeden Fall noch was mit dir zu erzählen. Und Dennis Wolf hat schon gesagt, aus der Kronkiste habe ich diesen kleinen Wolf. Dennis Wolf sagt, woher ich den Wolf habe. Das ist ja mal lustig. Nee, ist klar, der so leuchtet. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass ich auch das Pony und alles Mögliche aus den Kisten geholt habe. Da muss ich ja ganz schön viel Glück gehabt haben, wenn ich die ganzen Sachen aus den Kisten geholt habe. Boah, da muss ich nochmal meine ganzen alten Kisten-Streams anschauen. Ich kann mich gerade gar nicht dran erinnern. Und der Großgamer ist auch da. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. So, könnt ihr mir mehr über Liche erzählen? Das Dasein als Lich ist sein ganz eigener Zustand, die raffinierteste Form des Untuts. Wo niedere Nekromanten sich mit den Seelen anderer beschäftigen, wenden sich Liche nach innen und manipulieren die eigene Seele, um Macht zu gewinnen und ihr Leben zu verlängern. Aha, jetzt kriegen wir mal ein bisschen Aufklärung, was so ein Lich ist. Wie funktioniert das? Das ist nur ein rein akademisches Interesse, oder? Denn ich kann die Risiken nicht oft genug erwähnen. Um ein Lich zu werden, muss der Nekromant seine Seele durch ein arkanes Gefäß namens Phylakterium pressen. Dies erfordert ein ganzes Leben voller Studien, wisst ihr? Und eine ungeheure Willenskraft. Und wie macht das den Magier noch mächtiger? Seelen bergen eine ungeheure Macht. Doch sie halten zugleich den sterblichen Willen in gewissen Bahnen. Die Trennung dieser beiden im Sinne eines Aufspaltens von Seele und sterblicher Form beseitigt diese Hemmnisse. Die Wirkung ist ein nahezu unbegrenzter magischer Horizont. Doch dieser Vorgang hat natürlich einen hohen Preis. Was meint ihr? Das Reisen durch das Phylakterium kann die Psyche eines Lichs zerfetzen, wodurch er wahnsinnig wird. Die lange Trennung von der eigenen Seele kann auch zu Apathie und Größenwahn führen. In fast allen Fällen entpuppt sich das Dasein als Lich schnell als Fluch. Ah ja, kennt ihr welche? Ein paar. Wir sollten uns wieder an die anstehende Aufgabe machen. Ah, da will sie wohl nicht so drüber reden. Könnt ihr mir dann noch mehr über diesen Tempel des verborgenen Mondes erzählen? Und dann können wir eigentlich los. Ich weiß wenig mehr als das, was ich euch bereits gesagt habe. Ich kann sein Alter anhand der Steinarbeiten und der religiösen Motive schätzen, denke ich. Die Frühzeit der ersten Ära vielleicht. Die Adepten des verborgenen Mondes verehrten Azura mehr als andere Götter. So viel ist klar. Kennt ihr die Bedeutung des Namens, der verborgene Mond? Nun, die heutigen Khajiit glauben, dass ein dritter Mond am Himmel erscheint, um die Geburt einer neuen Mähne, des spirituellen Anführers der Khajiit, einzuläuten. Vielleicht gab es eine Zeit, in der es etwas anderes bedeutete. Etwas, was mit Azura zu tun hatte? Das klingt schlüssig. Meine Herrin trägt einen einzelnen Mond in ihrer rechten Hand und die Legenden berichten, dass sie die tamrielischen Monde Massa und Sekunda mit einem Flüstern trennte. Es wäre also folgerichtig, wenn sie auch die Gewalt über diesen verborgenen Mond hätte. Ah ja, drei Monde. Wir kennen eigentlich nur zwei Monde über Tamriel, aber so lernt man auch ein bisschen mehr über diese Geschichte in Tamriel. Also muss es noch irgendwo einen Mond geben. Jetzt gerade im Moment sehen wir keinen. Und jetzt heißt es, reißt